Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Aquar Painter aka Uli. Und zwar mit der Folge Steampunk 30. Die erste komplette Probefahrt auf über 35 Meter Gleis. Das habe ich jetzt abgelesen da unten. Nee, Quatsch. Ich hatte es ja neulich schon versprochen. Oder angekündigt. Was heißt versprochen? Angekündigt. Hier sehen wir übrigens jetzt gerade mal die mittlere Ebene in meiner Z21 App, wo ich den meisten Teil meiner Strecke darstellen konnte erstmal. Ich muss es mal so ein bisschen blöd sagen, ihr wisst ja, ist ja alles im Bau und ich hatte es ja nur gesagt, dass wir heute mal die erste komplette Runde ist es nicht. Es sind mehrere Runden, weil ich habe ja doch so viele Abzweigmöglichkeiten hier drin verbaut, die irgendwo noch sind. Und da gibt es doch einiges an Möglichkeiten. Ich sag mal ganz ehrlich, da ich das ja hier so mehr oder weniger habe wachsen lassen, die Anlage immer mit ein bisschen weiter überlegt, was kannst du noch anbauen, wo können noch was hin, habe ich im Grunde genommen Funktionen selber, selber entdeckt, wo ich gesagt habe, ach klar, so kannst du ja auch fahren. Und da wird es mit Sicherheit noch Möglichkeiten geben, wo ich selbst später mal im Fahrbetrieb, wo man ja wahrscheinlich nie so wirklich spielen wird, in Anführungsstrichen, man kann es ja nicht mal als Spiel, ist ja eine Simulation im Grunde genommen, was wir hier mit dem Modellbau betreiben. Und nie in dem Fall spielen wird, hier steht immer irgendwie im Vordergrund, auch wenn ich jetzt Videos von Modellbau-Bahnkollegen mir anschaue, die auch schon eine Weile bauen. Viele sind ja schon fertig, viele bringen ja die Fahrvideos von ihren fertigen Anlagen. Aber ich habe auch einige, die ich in meiner Abo-Liste drin stehen habe, wo im Grunde genommen die fast ewig schon bauen. Ist so. Ja, die, da siehst du noch kaum Gelände irgendwo, da ist alles noch in sehr groben, rohen Zustand, wie bei mir im Grunde genommen hier auch. Und das war ja übrigens einer der Gründe, was ich glaube auch mal schon am Anfang mal erwähnt hatte, dass ich den Teil, den wir jetzt hier sehen, der sogenannte hintere Teil, das ist jetzt hier zwar fährt nach vorne, aber das ist ja, ich muss ja mal die Platte, die Bahn mal bewegen hier. Deswegen habe ich das hier vorne damals schon mitgebaut. Damals, das ist vielleicht 3 Wochen her, ist egal. habe ich das mitgebaut, dass die Lok Runden drehen kann. Das hat auch den Grund, die Gleise sollen sauber bleiben. Die werden nochmal alle überputzt von mir sowieso, nachdem sie gealtert werden. Das ist Fakt, aber auch jetzt. Und dann wird es ja mit diesem, ich glaube ATF hieß das, ne? ATF-Öl, ein paar Tropfen draufgebracht, dass ich mir die Gleise irgendwo sauber halte weiter. Bis jetzt habe ich kein Problem. Mein SpongeBob, der tut seine Arbeit hier, wie wir schon wieder gesehen haben. Aber es ist so, wenn man eben keine komplette Runde hat oder hätte, dann ist es schlecht, dann kannst du ja bloß die Lok immer hin und her fahren lassen, von einer Stelle zur anderen. Und deswegen wollte ich im Grunde genommen komplette Runden haben, der Zug abfahren kann und entsprechend auch die Gleise sauber hält. Ob ich dann noch Reinigungszwerge, die habe ich ja da drunter packe, oder einen Reinigungswagen, den habe ich mit dran. Ist überhaupt kein Ding, das kann alles mit dran, weil auch in diesem Zug jetzt hier, nur mal am Rande, den habe ich ja schon nur in dieser Konstellation öfters fahren mit der V200, dann die 3 Anhänger und dem Postwagen hinten dran. Und in dem Postwagen selber, den habe ich vor einiger Zeit mal aufgemacht, 4-5 Wochen vielleicht her. Jetzt mein Fenster da oben ein bisschen im Bild. Aber wo sollte ich es hinmachen? Ich habe oben das mal ein bisschen mit eingeblendet, damit man nicht nur den Zug fahren sieht, sondern auch kann man da oben mal hingucken, was ich da so gemacht hatte. Den Hintergrund da, diese, was man unten diese auch schwarzes Dreieck da sehen. Egal. Und da habe ich aufgemacht und habe dem, der war sehr leicht, und habe ihm Bleikugeln reingepackt. Ich müsste jetzt lügen, um rauszufinden, wie viel Gramm das sind. Keine Ahnung, ist mir auch relativ egal. Und der ist bestimmt doppelt so schwer wie vorher da hinten dran. Und das finde ich gut, weil das ist dann im Grunde genommen wie 5 Waggons, die ich ja sowieso nicht möchte. Also die 4 Waggons, das wird so ziemlich mein Maximum sein, was ich hier fahren möchte von der Länge her. Sei es jetzt mit Güterwaggons oder mit Personenwaggons, das ist mir völlig egal.
habe ich jetzt 4 Stück. Also die Länge insgesamt auch mit Güterwaggons soll mir ausreichen, weil die Anlage ist so 4 Meter, 4,50 Meter, 30 Meter, irgendwo in der Drehe. Kommt auch an, ob man hinten jetzt diese außenliegenden Wendebereiche mit einbeziehen oder jetzt auch die Wendel und so weiter und so fort. Und das sieht blöd aus, wenn ich mal so einfach mal das ausdrücken darf, wenn der Zug vorne und hinten fast schon am Plattenende ankommt. Also nee, es muss schon ein bisschen Fahrt drinne sein. Ich will mal ganz kurz auf die Runde zu sprechen kommen, die wir gemacht haben. Wir haben ja schon mal eine Runde jetzt hier abgefahren, so eine Riesenschleife mehr oder weniger. Jetzt kommen wir von hinten, das ist ja die linke Kehrschleife jetzt hier. Das ist eine von den 4. Die zweite wäre jetzt das vorderste Gleis, was wir hier sehen. Das ist übrigens auch eine Kehrschleife. Klingt jetzt blöd, weil die ziemlich weit außerhalb ist. Diese Kehrschleife von dem vorderen Gleis, wo wir jetzt gerade fahren, das davor noch, endet hier vor den Doppelweichen. Und die nächste Kehrschleife fängt jetzt dort an, wo die Lok in den Bereich reinfährt. Nämlich hier an dem hellen Stück Brett, wo ja die Brücke später hinkommt. Das ist ja nur ein Provisorium, das habe ich ja im letzten Video schon mal gesagt. Dass sie fährt praktisch jetzt gerade auf der zweiten Wendeschleife. Die dritte ist dann da oben drin, also eine Etage höher, wo wir vorhin lang gefahren sind. Und warte mal, das sind 1, 2, 3, ja, und 4. Und 4, wo wir vorhin durchgefahren sind. 4 Stück sind hier drin. Jetzt fahren wir übrigens mal auf den neuen Teil. Das geht praktisch in die untere Ebene rein, in den späteren Hauptteil der Anlage. Hier ist jetzt nur ein Provisorium gleich. Und zwar kommt jetzt hier ungefähr 2,50 Meter, 3 Meter. Diese Holzlatte hier unten, wo die Gleise draufgelegt wurden, die ist auch nicht gestrichen, schwarz. Das wird auch nicht, weil das bleibt definitiv nicht. Weil in diesem Bereich hier vorne rein, jetzt bin ich hier ein bisschen verfrüht gerade mit der Meldung, aber ist egal, das mit den Gleisbezeichnungen, aber ist jetzt egal. Und in diesem Bereich wird später mal der Hauptteil sein. Das ist nur eine sogenannte Kurzschlussstrecke. Das heißt, Kurzschlussstrecke, dass ich die Wendel von ganz unten, wo wir jetzt hier reinfahren, nach drüben von dem doppelspurigen Gleis, was runterführt, wo später mal die Bahnhof und die Rangierangelegenheiten alle hinkommen da unten. Das ist jetzt überbrückt worden, im Grunde genommen mit der langen Geraden, die wir gerade überfahren haben. Nur, dass wir auch, wie gesagt, hier die Wendel von unten nach oben mal komplett durchfahren können mit der Lok, mit dem Zugverband jetzt hier. Und auch drüben nach der Doppelkreuzungsweiche da runterfahren können, dass das alles irgendwo mitbefahren werden kann. Was jetzt nicht mitbefahren werden kann, das ist jetzt hier auf dem oberen Teil, wo wir jetzt oben rauskommen werden, der sogenannte Obenbahnhof links, so links oben Bahnhof, der hat noch keinen Namen. Da hatte ich glaube vor 4, 5 oder 6 Folgen habe ich da mal was gemacht. Wir sehen es auch wahrscheinlich gleich, wenn wir jetzt hier oben rauskommen aus dem Ganzen. Ich habe die Tür abmontiert, hier praktisch da neben dem Berg oben hier links die schwarze Platte, wo die roten Pins da sind. Der Bereich, der ist ja in keiner Runde sozusagen mit drin. Der ist ja ein separater, ich sag mal ein Endbahnhof irgendwie da oben. So, jetzt habe ich es ja auch geschrieben. Jetzt bleibe ich hier stehen, weil da oben waren wir jetzt schon zweimal. Jetzt fahre ich wieder zurück in die Wendel rein, was ja auch von der Demonstration ganz praktisch ist, mal zu sehen, dass man auch im Schiebebetrieb ganz gut arbeiten kann. Weil, ich sag mal, das sind so kleine Problembereiche. Gerade rückwärtsfahren mit dem Zug finde ich persönlich immer ein bisschen tricky mit der Modelleisenbahn, weil ja doch die Waggons dann über Problembereiche drüber geschoben werden, was mit einer Lok vom Ziehen her über manche Problembereiche leichter geht als im Schiebebetrieb. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ihr habt wahrscheinlich eine andere Erfahrung, wie auch immer. Jetzt sind wir gerade hinten über die eine Weiche drüber gefahren. Klappt wunderbar. Und jetzt hier, das ist ja klar, wir fahren den Stumpf in die Weiche rein. Das klappt ja meistens. Und also hinten, das hat super geklappt. Und jetzt bleibe ich hier auch stehen. Weil ich hätte ja auch gleich herausfahren können. Ich wollte einfach nur mal demonstrieren, dass wir die Wendel komplett in dem R1 von unten nach oben durchfahren können. Jetzt stelle ich die Weiche hier über meine Z21, über die App. So, zack, auf gerade. Und jetzt fahren wir dann entsprechend hier, wenn ich dann den Zug losfahren lasse, gerade rein. Was das Interessante dabei ist, dass diese V200-Lok, die hat ja Haftreifen, das wisst ihr ja selber. Aber beide Haftreifen sind kaputt. Die sind nicht dran.
Das heißt, die Lok fährt komplett die ganze Zeit ohne Haftreifen. Jetzt sind wir übrigens auf dem Gleis, was ich vorhin sagte, was auch eine Kehrschleife ist. Das ist nämlich bedingt durch die Wendel, durch die Weiche, die da rauskommt. Muss hier eine Kehrschleife rein, ansonsten kommen wir ja nicht hin mit dem Strom. Das funktioniert nicht. Es hätte alles bleiben können, wenn ich diese zwei Weichen, die wir jetzt hier rechts sehen, nicht eingebaut hätte. Dann hätte diese Kehrschleife links und die, wo wir jetzt wieder reinfahren, auch nicht sein müssen. Aber ich wollte die Weichen dazwischen haben. Und zwischen die Weichen könnte ich keine Kehrschleifenmodul einbauen. Das wäre eindeutig zu kurz gewesen, weil ich kein Stück Gleis mehr dazwischen habe. Also musste ich zwei Kehrschleifenmodule im Grunde genommen da nochmal einbauen, sodass das trotzdem funktioniert. Und es funktioniert prächtig. Und ich habe es auch folgendermaßen gelöst. Ein Kehrschleifenmodul ist immer zuständig, im Moment zumindest, vielleicht mache ich es mal anders, für zwei Kehrschleifen. Das heißt, ich habe an den vier Kehrschleifen hier drin, habe ich nur zwei Module dran. Klappt wunderbar. Ich hätte es selber nicht gedacht, ich dachte, probier's das mal aus. Super. Also das ist sowas von problemlos zu handhaben, dass ich überhaupt keine Probleme habe. Und ich muss dazu sagen, ich werde später wahrscheinlich hier nicht 3, 4, 5 Züge auf einmal fahren lassen. Dafür ist die Anlage einfach zu klein mit ihren 4,50 Meter, als dass hier zig Züge hin und her fahren. Das will ich nicht. Jetzt sind wir auf dem hinteren Teil wieder. Und jetzt fahre ich einfach mal in die Kehrschleife hier unten rein. Nämlich hier an der Stelle, das habe ich auch mal vorgestellt, hier ist jetzt eine Kehrschleife drin, auf dieser kurzen Strecke bis da hinten hindurch. Da ist ja die Bogenweiche da oben. Die sehen wir immer schlecht, die eigentlich gar nicht von hier aus. Und jetzt kommen wir wieder unten rein, wo wir vorhin schon mal reingekommen sind. Und jetzt fahren wir hier wieder zurück. Also wir sehen schon, wir haben doch viele, viele Möglichkeiten, hier irgendwo zu fahren. Und ich finde das ganz interessant selber aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt sind wir wieder auf der doppelspurigen, hinten wieder. Ist ja logisch, weil es ein Kehrschleifenmodul war. Oder eine Kehrschleife war. Wir sind also nicht auf das vordere Gleis drauf gekommen. Ja, und warum habe ich das heute gemacht? Ich wollte einfach mal zeigen, wie das alles soweit funktioniert bis jetzt. Und viele Bereiche dieser Strecke werden später nicht mehr zu sehen sein. Gerade hinten die Doppelkreuzungsweiche, der ganze Bereich da hinten, das wird alles später weg sein. Ja, also so wie wir es jetzt hier sehen, werden wir das wahrscheinlich nur noch selten zu sehen bekommen. Klar dauert das noch mit dem Bauen und Machen, aber ich werde wahrscheinlich so ein Fahrvideo wie heute wahrscheinlich nicht nochmal bringen. Das wird sich wahrscheinlich immer nur auf einzelne Bereiche irgendwo bringen. Okay, ich denke mal, ich hoffe, es hat dir gefallen, dass wir jetzt hier heute mal nur so Laberei und so einen Zug in langsamer Geschwindigkeit fahren lassen haben. Und jetzt kommen wir wieder vorne auf diese sogenannte Kurzschlussstrecke drauf, wo später der Hauptbereich der Strecke hinkommt. Das ist wie gesagt nur da, um die beiden linken und rechten Teile miteinander zu verbinden. Ja, und das wär's. Es gibt noch andere Varianten, die ich fahren könnte, hätte fahren können. Aber das habe ich jetzt einfach mal gelassen, weil wir haben oben, wo der SpongeBob da hinten steht, sehen wir von hier gerade noch so den gelben Punkt da hinten in der Ecke. Vielleicht gehe ich noch mal rüber mit dem Bild. Hier sehen wir meine schöne Rumpelschränke, aber mein Gott, wenn die Tür abgebaut ist, dann sieht das halt nur mal so aus. Ne, haben wir nicht noch mal drin. Ja, auf jeden Fall danke ich dir, dass du dir das angetan hast, heute hier die 13 Minuten mit mir zusammen das mal durchzufahren. Und dann bis zum nächsten Mal, dein Aquapainter. Tschüss.